Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Ja, Mann. weiteren Ausgabe von Let's Play Together Icewind Ich habe Dale. meinen Einsatz verpasst. Ich wollte ihm ins Wort fallen. Ja, genau deswegen habe ich das so unerwartet gemacht, auf Aufnahmestart gedrückt, Unerhofft nämlich, kommt oft. genau, während du an deinem Zauberwürfel spielst, was jetzt überhaupt nicht zweideutig ist, erkläre Wäre ich ein mal. guter Pornotitel, oder? Erkläre ich mal, wo wir abgeblieben sind. Wir sind immer noch in diesem Zeppelin-Ding. War das so ein Ja. Zeppelin-Ding? Weiß ich nicht, das sieht aus wie ein Ich glaube, Zeppelin-Ding. es war ein Zeppelin-Ding. Das Also sieht aus wie ein Boot von hier, die aber. letzte Aufnahme ist schon etwas her und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir bald wieder neuen Stoff für meinen Kanal haben. Für deinen. Ich mach das einfach nur so. Ich werde noch nicht mal bezahlt. Was So, soll. ich habe jetzt die Weiß Pause mich an, die ausgeschaltet und wir Arbeit machen jetzt hier ruft. einfach mal weiter. Ja, müssen wir noch mit wem reden? Ich weiß nicht. Ich klicke einfach mal diesen Gnom an. Du klickst. Oswald Fiedelbieger. Du klickst gerne Gnome an, Hatten wir ja? mit dem geredet? Weiß ich nicht. Aber er hat uns nicht hereinkommen sehen, weil wir schon drin waren, aber. Wir hatten doch. Hatten wir nicht irgendwen gekillt? Wir hatten ihn angegriffen am Ende, oder? Ja! Wir haben doch aufgehört und ihn umgebracht. War das nicht Ja! im Video mit drin? Ich weiß Wa es nicht. warum lebt er? Pausier doch die Aufnahme und guck's dir nochmal an, dann wissen wir, ob wir mit ihm geredet Ich haben. verstehe nicht, warum er noch lebt. Nö, ich gehe weg. Ich weiß nicht, was er will. Ach, muss ich jetzt auch noch mitkommen? Ich bin jetzt Ich rausgegangen, werde aber mein ich wollte Bestes eigentlich mal geben. die andere. Da war noch eine andere Tür. Eine Nämlich angemessene, hier. bitte. Ich glaube, es sieht aus wie eine Art Falltür. Wo führt das hin? Ah, Ich werde machen, es was du mir führt. sagst. Es führt nirgendwo hin. Es führt zu einer Kuh und einem Abgrund. Man kann mit der Kuh sprechen. Oh. Ey, mach das nochmal. Cooler Soundeffekt. Mach nochmal. Wie der Sound mit beiden. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gehört. Mach nochmal. Du hast doch gespeichert, oder? Du hast doch gespeichert, oder? Warum? Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Was machst du? Willst du die Kuh töten? Ich Nein! werde die Kuh so Bin schon abschlachten, die greife ich unterwegs. nochmal an. Draufklicken. Nein, ich will nicht reden. Ich will abschlachten. Komm, gib mir den Morchelbiff. Da, geht doch. Angriff auf Kuh. Du hast die Kuh verfehlt, Mann! Oh, sie ist tot. Und sie hat noch nicht mal Loot dabei. Oh. Ich Die hoffe, die sind Arbeit jetzt nicht. ruft. Toll. Geht er uns? Jetzt kriegen wir Ärger mit Greenpeace und Peter. Oh. Die Peter. Oh. Ja, ganz schlimm. Oh. Oh. Einverstanden. Hallo? Erst hättest du uns Soll beim Serious Sam LP Ubisoft auf den Hals? ich meine Pandaschuhe wieder ausziehen? Ja, Oh. mach das. Und jetzt fangen wir endlich an, natürlich auf Scheiße zu labern. Das tut ja weh. Bin schon unterwegs. Also. Weißt du, was in Icewind Dale noch fehlt? Was? Hitler. Aber das hier ist nicht beides, das Das ist die lasse ich jetzt Nazi-Pizza. einfach unkommentiert, weil es für mich keinen Sinn hat. Nun ja, uns wurde aufgetragen, dass wir uns einmal im Tal der Schatten umsehen sollen. Es ist überall schattig. Denn dort soll diese. Hey, 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 hey. Fuck. Ja, fuck. Dort soll Bist du überhaupt? dieses Böse seinen Ursprung haben, oder zumindest soll es von dort teilweise entspringen. Und wir sollten uns das einfach mal näher angucken. Sind wir überhaupt gerüstet dafür? Mal ganz im Ernst. Das sieht doch nicht. Das ist so lang her. Ach, es wird schon schief gehen. Was Also, will ich von lass uns dir? einfach mal Ich werde gehen. mein Bestes geben. So, wir haben das hier schon auf unserer Karte, Tal der Schatten. Cool. Komm am besten schnell nach. Ach, du kommst schon Ich mit. musste neben dir sein, um überhaupt, damit du überhaupt da in diesen Modus gehen Ach, das kannst. ist gar kein Zeppelin, das ist ein Boot, eine Bootwindmühle. Luftschiff. So. Das Jetzt finde ich sind wir noch. hier. Es sieht schon irgendwie dunkler aus. Ich werde am besten gleich mal abspeichern. Das finde ich noch gut an Icewind Dale 1. Was? Die Reisen dauern irgendwie immer 8 Stunden. Und man liegt nicht irgendwie 40 Tage im Bett. Das habe ich bei Icewind Dale 2 irgendwie gehabt. Oh, ich habe 3 Trefferpunkte verloren. Ich Einverstanden. ruhe mich mal aus. So, dann komm mal jetzt Ihre bitte Gruppe mit. hat 28 Tage lang gerastet. Wo gehen wir? Ich guck mir als erstes mal die Karte an. Ich gehe erstmal runter. Nee, das war falsch. Wo war denn nochmal die Karte hier? Wie wähle ich meine einzelnen Helden aus? Okay, die Gebietskarte ist. Hallo? Wir haben sowas von keine Peilung mehr. Lass uns da unten gehen, ja. Moment, 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 Moment. Okay, das hatte Fernkampf, das Vieh. Das Vieh! Der hat immer noch absolut Deutung. Oh mein Wow! Gott, ein Jedi. Wow! Wow! Ein Jedi. Wie stark sind die?
Ach nee, gegen die hatten wir schon gekämpft, richtig? Ja, sicher. Ja. Komm am besten so schnell es geht runter. Entschuldigung, dass ich immer pausiere, ich muss da ausmachen. Okay. Hast du gerade den Mädchen geschrien, als du getroffen wurdest? Nein. Also es klang merkwürdig, das gebe ich zu, aber es klang nicht wie ein Mädchen. Nein, ich will doch nicht den Schutzzauber auf mich sprechen. Greif einfach. Irgendwer hat gerade gekrittet und das Vieh lebt immer noch. Es ist nur verletzt. Euer Glück hat euch verlassen. Ja, ich werde mal. Jetzt zeige ich, was in mir steckt. Hallo, wir müssen doch diesen Yeti tot kriegen. Fast tot. Schurke. Okay, er ist weg. 400. Wow. Irene ist eine Stufe höher. Sehr gut. Was willst du? So gut wie erledigt. Ja, 5 Schaden. Magische Kugel. Was soll ich magisch? Ich find's voll geil, wie Dimitri da einfach nur dumm rumsteht. Ich versuch's Kunst zu machen. Sorry. Euer Glück hat euch verlassen. Und jetzt. Los! Er nimmt auch noch Schaden, weil er wenigstens mal getroffen Fast hat. Tot, Mann! Ihr kloppt. Endlich. Fell, ich bin bereit. Ich werde mein Bestes geben. War es nicht so, dass das Fell ziemlich viel Geld bringt? Multipels. Keine Ahnung, wie viel das bringt. 300? 500. So, jedenfalls werde ich jetzt erstmal Irene, unseren Kleriker, aufleveln. Kannst du im Pause-Modus leveln? Ach du Scheiße, du hast noch einen Yeti gefunden. Ich glaube schon. Ich kann an sich nichts bei ihr machen. Ich kann tatsächlich nichts bei ihr machen. Ja, aber sie hat mehr Leben. Das ist schon mal gut. Ja. Schnell, so. Schnell! Bin schon unterwegs. Moment, Moment. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Diesmal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich bin einfach der bessere Tank als du. Oh, dieses dieser Yeti ist behaarter als du. Das glaubt man gar nicht. Und er flüchtet. Flüchtet? Ich greife noch nicht mal mit meinem magischen Stein an. Ah! Nein! Nein, kommt gar nicht in Frage. Alter, mach was! Das war knapp. Wer hat ihn getötet? Mit seinem magischen Stein. Ja, er ist doch noch zu was. Er war kein Fernkämpfer. Dingens war Fernkampf. War Dimitri nicht der Pole? Nein, das ist der russische Hexenmeister. Ach so. Ich merke gerade, dass wir ziemlich angeschlagen sind. Von 3 Yetis. Nein, du bist angeschlagen. Aber ich glaube, Irene. Ich bin quick lebendig. Ich glaube, Irene konnte noch. Okay, gucken wir mal, wer Schaden hat. Ja, sie kann nämlich jetzt Zauber des zweiten Grades, kann sie nämlich ein paar mehr. Waldes hat noch 1 HP? Was ist Irene? Das? Stärkung. 6, also ein Drittel. Der Magier, der wäre sofort tot. Mein Magier wäre auch sofort tot. Also haben die Magier beide noch 5 Energie von 5. Gesang. Oh, ich habe 2 und 3 Schaden. Person festhalten. Lass mich mal gerade Stille. Lass mich mal gerade Stille. Mittelschwere Wunden verursachen. Was ist das? Göttliche Macht. Gesinnung erkennen. Göttliche Macht. Was war das? Göttliche Macht. Wird der Priester seinen Gott annehmen? Kraft zu verleihen. Das Folge wäre. Okay, das klingt gut. Das nehme ich auch noch dazu. Also ich habe jetzt für unseren Kleriker 2-mal mittelschwere Wunden heilen und 1-mal göttliche Macht. Kauf dir einen Keks und heil dich. Ja, eine angemessene. So, dann werde ich nochmal speichern und dann sollten wir rasten, oder? Was hältst du davon? Der rastet, der rostet. Super Idee. Wir rasten. Wir rasten. Und es ist nichts passiert und alle leben noch und alle haben auch voll Energie. Willst du nicht nochmal speichern, weil wir jetzt Energie haben? Ja, genau. Du kennst mich schon mittlerweile ganz schön gut, kann ich das sein? Ich bin schon unterwegs. So. Nachdem in den ersten 9 Minuten nicht viel passiert ist, außer dass wir behaarte Gegner gekillt haben, sollten wir jetzt mal weitermachen. Was ist das hier? Hier ist eine Art Brücke. Eine naturgegebene Brücke. Wow! Wow! Niederer Schatten! Ja, Moment, ich komme gerade nach. Ich glaube, gegen Schatten können wir nicht wirklich viel ausrichten, oder? Wir werden es gleich sehen. Vorwärts! Das macht mir nichts aus. Wer redet da so komisch? Ich werde jetzt erstmal so einen Pfeil machen. Doch. Vollschaden. Der ist fast tot. Yo, sauber. Was ist dein Begehr? Nee, die droppen jetzt. Und Irene hat hier irgendeinen Schwächungszauber. Merke ich gerade. Irgendwas ist mit Irene los. Jetzt nicht mehr.
Wo steht denn das nochmal? Was? Ach so, du hast geheilt, ne? Nein, das ist von alleine weggegangen. Ach so, was war irgendein Debuff? Oh Gott. Komm am besten schnell nach. Komm schnell nach. Hör doch auf, an deinem Würfel rumzudrehen. Aber wirklich stark sind die nicht, oder? Ich hab genug Zeit. Bin schon unterwegs. Wappnet euch! Verringert wahrscheinlich dein Glück, oder wenn das alles ist. Weiß nicht. Hallo, wir haben schon gegen Käfer gewonnen und gegen Goblins. Wir werden doch wohl niedere Schatten besiegen. Kann ich helfen? Irgendwie ist mein Magier noch ziemlich nutzlos, kann das sein? Was soll ich für dich erledigen? Und das haben wir auch. Die Arbeit ruft. So, ich habe die Musik einfach mal noch ein bisschen leiser gemacht, weil ich glaube, dass sie ziemlich laut ist. Der Schatten hat meinem Schaden widerstanden. Zu einem Punkt. So, hier haben wir den Eingang zu irgendwas. Aber ich finde, wir sollten erstmal die restliche Umgebung erkunden, bevor wir da reingehen. Restliche Umgebung? Bist du irre? Natürlich bin ich irre. Wir können auf die Höhle draufgehen, oder wie? Was ist das? Keine Ahnung. Hier unten geht's jedenfalls auch noch weiter. Was? Da unten geht's auch noch. Und ich finde, solange wir noch nicht wirklich Schaden haben. Ach, du willst da unten lang. Ich bin okay, ein. Was? Ich werde. Also, mein Kleriker kann jetzt jedenfalls ordentlich heilen. Und so wagte sich unsere Heldengruppe weiter abwärts. Wir erklimmen das Gebirge rund um Kuldahar. Wir klettern gerade nach unten. Weißt du, was extrem lustig wäre? Was? Wenn man auf dem Schnee ausrutschen könnte. Toll. Du gehst ja gerade so diesen Hang lang, rutscht aus, ihre Gruppe ist gestorben, sie ist von einem Berg gefallen. Hier ist schon wieder so eine. Hier muss doch irgendwas sein, das kann doch nicht sein, dass hier. Okay. Yeti. Wo, ich komme. Moment. Du musst tanken. Du gehst nach hinten. Wie kann ich. Das macht mir nichts aus. Er geht auf Vladov. Ja, bei mir ist er ganz woanders, das sehe ich nicht. Zieh Dimitri zurück. Bereit und auf alles gefasst. Zieh du dich zurück. Moment, ich heile Vladov ein bisschen. Pate, meins, oink oink. Ninja Looter. Und ich heile ein bisschen Valdis. Unseren tapferen Krieger. So. Schnell, die Arbeit. Da vorne ist auch noch so ein Eingang. Ich glaube, das sind irgendwie verschiedene Höhlensysteme oder Gräber. Tyros ab! Oh mein Gott. Ich kann das machen. Kann ich irgendwie meine Order ändern? Ich finde, diese Robenträger verursachen nur Ärger. Wow, das ging gut. Ich werde machen, was du mir sagst. Was willst du verändern? Meine Order. Ich will Figur 5 auf Platz 4 haben und so. Da ist noch ein Yeti, 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 da ist noch ein Yeti. Das ist ein schlechter. Wow, Tyros hat nur noch ein HP. Das ist böse. Zeig mir das Ziel. Ich nehme mich der Sache an. Du wirst doch wohl tanken können, du hast ein Schild in der Hand. Wieso schießt ist Simone? Wie hast du noch Sonja? Wieso schießt die nicht? Ich habe noch 4 Schüsse. 3. Wahrscheinlich, weil die anderen erst noch angekommen sind. Tot. Bin schon unterwegs. Ich einverstanden. Oh Mann, das ist ganz schön. Was soll ich tun? Haben wir irgendwas für unseren Magier? Hast du mal gespeichert? Nee, vielleicht sollte ich das wirklich mal tun. Speichern nicht möglich, während sich jemand im Inventarfenster befindet. Moment. Ich hab Leder. Mann, wieso sabotierst du immer das Let's Play? Ich sabotiere nix. Doch. Ich behindere es nur gerne. Mach endlich. Ja, bin fertig. Gut. Tal der Schatten. Das ist schon fast der 10. Tag unserer Reise. Ja, eine angemessene Bitte. Später 300 Tagen. Zu deinen Diensten, schnell, aber durch, gewiss. Ich hoffe es. Das sieht aus wie eine Stadt. Okay, das ist böse. Du gehst mal vor, du kannst. Das macht mir nichts aus. Eine angemessene Bitte. Vorsicht. So gut wie erledigt. Kann ich helfen? Ich kann das machen.
immer schön die Gesundheitsanzeigen im Auge behalten. 14, 12, okay, das geht alles noch. Das Spiel bräuchte mal ein paar Synchronisierungspatches. Ja. Ja, bei mir stehen die Gegner ganz woanders. Ach so, ich dachte, du meinst gerade Synchronisation im Sinne von Audio. Nein, eher von Figurenposition. Einverstanden. Vladov ist ziemlich tot, warte mal, ich heile ihn. Es ist ziemlich nervig, wenn meine Magierin immer ganz vorne ist. Ich hätte mein Team anders zusammenstellen müssen. So irgendwie nervt es, dass Tyros nur 5 HP hat. Ja, er ist fast tot. Man muss total auf ihn aufpassen. Was du mir sagst. Wir müssten rasten. Wir müssten vieles. Was ist denn hier unten noch? Was ist hier? Erstmal was essen. Du willst wirklich. Erstmal was trinken. Du willst wirklich rasten? Okay. Erstmal Pause machen. Und dann hau ich dir volles von aufs Maul. Ich bin bereit. Hä? Das kommt mir machen, was du irgendwie bekannt vor. Ich werde mein Bestes geben. Ja, hat bestimmt niemand erkannt. Weiter geht's nach unten. Nein! Schon wieder ein Yeti. Kümmer du dich mal darum, ich mach mal Pause. Und dann hau ich dir volles Hund aufs Maul. So. Weil das kommt nicht mal ran. So. Kann es sein, dass unsere Helden jetzt immer öfter treffen? Ist echt erstaunlich. Nein, der Gegner ist einfach nur größer. Und der Yeti sieht merkwürdig aus. Moralisches Versagen. Flucht. Kritischer Fehlschlag. Die Gruppe hat 420 Erfahrungen gewonnen. Ich hab genug Zeit für eine Aufgabe. Bin schon unterwegs. Weil es geht vor. Wahrscheinlich kommt da wieder ein Yeti. Ja. Und wir haben noch einen Eingang zu irgendetwas. Hallo Waldes, geht's noch? Natürlich. Pussy, du stirbst. Ja, ich merke das gerade schon. Kaum wenn ich mal nicht da, stirbst du. Und ich komm nicht nach vorne. Hat dich nicht bei der Mann Bogen? Yeah! Irene hat ordentlich getroffen. Vladov ist gestorben. Wer sagte nochmal Pussy? Ich bin einmal im Inventar und dann passiert sowas. Ja, dann geh doch nicht ins Inventar. So. Ja, aber ich dachte, ich hätte einen Bogen, ich kam nur nicht ran. Ich hatte einen Bogen, ich kam nur nicht ran, weil meine Beine so kurz sind. Ja, ich kann ja keinen Bogen ausrüsten, wenn ich ein scheiß Schild habe. Wieso ist das Schild nicht im Waffenslot mit drinne, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie die Waffen... ich möchte nochmal kurz eben was gucken, bevor wir losgehen. Der muss echt mal eine Stufe aufsteigen, der Kerl. Faust. Der muss echt mal aufsteigen, weil er bringt wirklich nicht viel. Er kann nur einen Offensivzauber und dann muss man jedes Mal rasten und das geht einfach auf den Geist. Was soll ich denn sagen? Wo ist denn die? Und er macht auch nur 3 Schaden. Mit seinen magischen Geschoss da. Müssen die alle auswählen, Taste? Euer Glück hat euch verlassen. Ja, das merke ich gerade auch, weil mein Krieger immer weiter auf die Fresse kriegt. Und er schlägt nicht mal selbst. Doch, jetzt schlägt er zu. Kann es sein, dass meine gerade die einzigen sind, die was tun? Ja, wir sind auf dem Weg blockiert. Tot. Was ist da? Die Arbeit ruft. So, und diesmal macht Warlof keine Scheiße. Den mache ich um einen Kopf kürzer. Stirb, Fellknäuel! Natürlich. Du siehst so aus, als wärst du von meiner Katze ausgekotzt. Wieso ist mein Krieger tot? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was mit diesem Yeti los ist, aber es hat irgendwie den Skillshot. Ist das wahrscheinlich Glück geskillt, das was man immer bei Fallout macht? Es ist ausgerüstet mit einem Roundhouse-Kick. Your mother. Your mother. Ja? Warte, ich lock das. Nehme ich mein Schild raus und pack das in den Bogen. Ich lock das Vieh jetzt mal an. So, jetzt können da nämlich auch alle ran. So. Danke, dass du es genau jetzt machst. Ich werde machen, was du mir sagst. Das macht mir nichts aus. Das Ding dürfte jetzt eigentlich auch ruckzuck tot sein, ja. Wusste ich's. Kann doch bestimmt von hier oben angreifen, oder? Schnell eine angemessene. Keine Ahnung, ich lock das Vieh einfach mal. Weil hier auf diesem schmalen. Auf diesem schmalen Ding können wir nicht anständig stehen. Nein, ich muss runter. Echt? Okay. Ich werde, das macht mir nichts aus. Ich hab genug Zeit für meine Aufgabe.
Sicher. Mann, Waldes, gib dir doch mal Mühe. Ich bin schwer verwundet. Ich brauche Hilfe. Wer bin ich? Er klingt schon so schwul. Was soll... Natürlich. Ich komme nicht ans Fellrad, du Scheiße. Ich hätte ihn mehr nach meinem Vorbild, Meriks Familienerbstück. Kurzschwert. Wer? Die Arbeit ruft. Gib mir mal das Kurzschwert, ich glaube. Wo habe ich das überhaupt? Ach, das hat Tyros. Ist das was für Vladov? Ich will gerade mal gucken. Also, mein Waldes ist eher Langschwertkämpfer. Nee, Bastardschwertkämpfer.